Ausnahmegesprächen begrüße ich jetzt Jürgen Keizig. Herzlich willkommen. Freue mich. Jürgen Keizig ist Autor und Regisseur. Sie haben unzählige Dinge gemacht in Ihrem Leben. Ihr jüngstes Werk ist ein Roman, und zwar Ich und der Andere, heißt er, erschienen im Braun-Müller Verlag. Im Zentrum dieses Romans stehen zwei Figuren, die man für gewohnt nicht unbedingt zusammendenken würde, und zwar Jim Morrison und Hölderlin. Sind das zwei Säulenheiligen Ihrer künstlerischen Arbeit? Sie sind jetzt fast geworden in dem Zusammenhang, aber am Anfang war gar nicht dran gedacht, weil die Idee, weiß ich nicht, wo die herkam. Natürlich war ich mit 18 eiserner Jim Morrison und Doors-Fan, und das war wahrscheinlich jeder in meiner Generation. Ich erinnere mich an unzählige Partys, wo der Moment kam, wo jemand dann die Doors aufgelegt hat, und dann kam der Satz, we want the world and we want it, und dann alle wie aus einem Mund, now. Obwohl, glaube ich, alle nicht wussten genau, was die Welt sein soll, die wir da alle wollen. Aber das war Jim Morrison, also es war wirklich ein Idol. Während Hölderlin sehr langsam in mir gewachsen ist, der ist sehr schwierig, in der Schule machen sie einen großen Bogen um ihn herum, aber er ist mir dann immer wichtiger geworden als Prototyp des aufrührerischen Dichters, des Dichters, der sich wirklich an Grenzen wagt, der vorangeht, der sein Leben einsetzt. Und irgendwann einmal sind diese zwei Stränge zusammengewachsen, dass ich mir gedacht habe, woher kommt das, dass so Leute wie der Jim Morrison extrem begabt, intelligent, wach, beweglich, mit 28 tot sind, weil sie offenbar sich so schonungslos behandeln, den Körper, was einem intelligenten Menschen auch wieder widerspricht. Und ein sehr ähnliches Schicksal hat ja Hölderlin auch gehabt, der sich auch verbrannt hat innerlich und mit Anfang 30 aus dem Leben ausgeschieden ist, auch wenn er dann noch 30 Jahre gelebt hat. Und das war jetzt kein konkreter Plan für mich, über die beiden ein Buch zu schreiben. Aber als dann der Morrison mir immer wieder, ich dachte, eigentlich steht ja der Morrison für eine ganze Generation, für eine Generation von jungen Menschen, die die Welt wollen, die was anderes wollen, was sich dann wirklich unter dem Satz Break on through to the other side, sie wollen die andere Seite. Und natürlich frage ich mich dann, was ist die andere Seite außer Drogen und Bewusstseinserweiterung, also lauter so diffuse Sachen. Während bei Hölderlin ist die andere Seite ganz was Konkretes, nämlich das Göttliche. Wobei das nicht in einer konventionellen Religion vorkommt, sondern einfach das, was im Menschen die andere Seite ist. Also wenn man uns umstülpen würde, käme wahrscheinlich so eine Kraft heraus, die wir alle im Leben nicht verwenden können. Und mein Gedanke war dann, vielleicht ist diese andere Seite, dieses sogenannte Göttliche, das, was dann auch so gefährlich wird für den Menschen. Weil sie da etwas kennenlernen, was wirklich alle Grenzen sprengt, die uns die Gesellschaft, das Leben auferlegt, und nicht richtig lernen, damit umzugehen. Und das wollte ich in diesem Buch eigentlich, das war der Ansatzpunkt zu diesem Buch. Sie führen eben diese auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Figuren, aber auf den zweiten und dritten Blick doch sehr verwandten Figuren in diesem Roman eng. Sie zitieren darin sowohl Morrison als auch Hölderlin mit sehr zentralen Texten. Eine der Stellen, wo Sie Hölderlin zitieren, ist, ich zitiere jetzt Hölderlin aus Ihrem Buch, alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Diese Idee von unbedingter Freiheit verbindet diese zwei Figuren ja auch sehr zentral, nicht? Sehr stark. Also ich glaube, dass gerade diese Stelle, die Sie da vorgelesen haben, die heißt Lebenslauf, ist es ein Gedicht, das Lebenslauf heißt, die könnte als Motto über dem Morrison stehen, wenn er es geschafft hätte, diese Prüfung auch, die da der Hölderlin verlangt, alles prüfe der Mensch, was nicht heißt, allem verfalle der Mensch, sondern er muss es eben prüfen, um die Freiheit, die wahre Freiheit kennenzulernen. Und eigentlich geht es darum, dass der Hölderlin an einer anderen Stelle auch sagt, wenn der Mensch sich so weiter wagt in diese Freiheit hinein, dann muss er lernen, einerseits eine persönliche Unschuld zu haben, eine Schuldfreiheit, was sehr schwierig ist und sehr möglich ist, und er muss versuchen, sein kleines Ich außen vor zu halten. Also er muss mit der Persönlichkeit rein, aber nicht mit seinem Egoismus in diese Welt. Und ich glaube, an diesem Zwiespalt ist der gute Morrison dann, abgesehen von den Widersprüchen der Zeit, wie sie damals waren, doch
zerbrochen. Er hat es auf der einen Seite immer gespürt, man spürt es auch an seinen Gedichten, die er geschrieben hat, an seinen Texten und auch an seinem Einsatz, den er hat, wo er immer wieder über Grenzen geht. Er ist ja kein Popstar in dem Sinn, dass er populär sein will. Er hat sein Publikum leider auch oft sehr verachtet und er hat dieses Publikum als einen Abstieg für sich selber empfunden und hat aber immer wieder auch versucht, sie mitzunehmen. Also an diesem Zwiespalt zwischen dieser großen Popularität, die er hatte, und zwischen dem dessen, was er eigentlich wirklich bestrebt hat, das hat ihn so auseinandergerissen. Das Interessante an diesen zwei Figuren ist ja unter anderem, es gibt, wir könnten jetzt den Roman von sehr vielen Aspekten her aufmachen, nicht, aber dass sie verbunden sind in einer sehr dezidierten Form des Apolitischen, die aber nicht apolitisch ist. Also sie schildern in diesem Roman ja auch die Zeit aus, vor allem die von Morrison, in der er gelebt hat, zu der sich Morrison selbst ja sehr widerspruchsvoll und eigentlich sehr apolitisch verhalten hat, wenn man sozusagen von außen betrachtet. In gewisser Weise würde ich jetzt behaupten, Sie sehen das vielleicht anders, gilt das für Hölderlin auch? Für Hölderlin gilt das sogar noch mal stärker. Er war ja sehr stark von der Französischen Revolution geprägt und auch diesem Aufbruchsstimmung, die damals in der Zeit geherrscht hat, die in einer gewisser Weise sehr viel Ähnlichkeiten mit der 68er Zeit, wo da der Vietnamkrieg war, wo die Amerikaner sich immer mehr in diese verbrecherische Machtpolitik verstrickt haben. Und Morrisons Vater war ja nun eine Zentralfigur dieses Vietnamkrieges zum Beispiel. Das sind ja wirklich Momente, dass der Morrison das ganz stark miterlebt hat, wie sein eigener Vater, den er wohl einerseits bewundert und andererseits gefürchtet hat, in diese Verbrechen verwickelt ist. Und für Hölderlin war es ähnlich, dass er Freunde hatte, die wirklich in den Kampf gezogen sind, in die Französische Revolution, die dort teilgenommen haben, die auch die Enttäuschungen miterlebt haben. Und er selber wollte als Schriftsteller für die Revolution dienen. Und diese Zwiespalt zwischen Leben in der Kunst und Leben in einem Staat, wo eben Ungerechtigkeiten, wo kein normales Leben sein kann. Das ist zum Beispiel eine Aussage, die man beiden, ohne sie zu verfälschen, in den Mund legen könnte. Man kann in dieser Welt nicht richtig leben. Also ich bin da fast schon wieder bei Adorno-Zitaten. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist eigentlich eine Überschrift für beide. Und dass beide so zugrunde gegangen sind an diesem Widerspruch, richtig leben zu wollen, und zwar mit aller Macht und mit aller Kraft, das verbindet sich schon sehr stark. Ja. Es ist schon interessant, nicht? Ich habe mich sehr oberflächlich, aber Hannah Arendt zum Beispiel hatte am Ende ihres Lebens, wäre man geneigt zu sagen, trotz aller Beschäftigung mit Geschichte und Philosophie war sie geneigt auszusagen, dass das Gewicht der Poesie letztlich schwerer wiegt als das von Geschichte und Philosophie. Und ein bisschen fällt mir das auch zu diesem Roman ein, dass beide Figuren offenbar auch unterm Strich getrieben waren von der Sehnsucht nach etwas, was schwerer wiegt als das, was ist, wogegen politisch agitiert werden kann. Ja. Teilen Sie den Eindruck? Ja, das ist auch bei Hannah Arendt, glaube ich, sehr gut. Ist auch gut, das zu nennen. Sie will ja gegen diesen Todestrieb, den alle hatten aus ihrem Umkreis, das Natale des Menschen. Mit jedem Menschen beginnt die Geschichte neu. Und das ist schon jetzt für mich, das war eigentlich so ein Zündfunke am Anfang, der sagt, ein Mensch wie Hölderlin lebt vor 200 Jahren, vor mehr als 200 Jahren und hat eine ganz ähnliche explosive Karriere vor sich wie Morrison, der in einer ganz anderen Zeit lebt, ein ganz anderes Leben führt. Und beide spüren sie diese Kraft, dass mit ihnen etwas Neues anfangen müsste. Beide ganz stark, nicht? Hölderlin wollte die ganze Religion, die Politik, alles verändern, aber er hat sich natürlich aus der Politik rausgehalten, weil er schon wusste, dass es dazu ein anderes Talent braucht. Und für Morrison ist wahrscheinlich ganz stark, dass er auch in seinem ganzen Auftreten, spürt man das, die Politik war ihm eigentlich zu minder, um sich mit ihr so voll zu beschäftigen. Das war sein Vater, das war diese furchtbare Welt des anderen, die ist zu minder. Ich muss den Menschen zeigen, wie vital ein Mensch sein kann, dann werden sie schon die richtige Politik machen. Ich glaube, dass da hier der Widerspruch liegt, weil letzten Endes müssen wir ja doch in der Welt leben, in der diese Politik gemacht wird. Also wie sollen wir können es nicht immer totsaufen, wie das der Morrison gemacht hat. Naja, er sagt, ich trinke und mein Verstand wird allmählich wie ein Gummihammer werden, weil er so kraftlos wird. Er hat das ja genau gewusst, was mit ihm passiert.
Und er wollte aber sich nicht mit Politik beschäftigen. Das Einzige, was ihm eventuell vorgeschwebt wäre, wenn er diese Welt nicht mehr aushält, wäre, ins Geschäft zu gehen, also in die Wirtschaft zu gehen, weil da hatte er vor Augen das Beispiel von Rimbaud, der mit Anfang 20 Wirtschaftskapitän wurde. Das hätte er sich, aber ich glaube, es wäre eine Attitüde der Künstlichkeit und das gewesen. Also er wäre dort nicht gut angekommen. Aber er wollte die Politik nicht zu seiner Hauptbeschäftigung machen, genauso wenig wie Hölderlin. Könnten Sie sich vorstellen, in die Wirtschaft zu wechseln? Sie sind ja selbst eben Autor, Sie sind ja selbst Künstler. Ich habe in meinem früheren Leben so einige Male mit Wirtschaftsleuten in Kontakt arbeiten müssen. Ich würde es nicht aushalten, weil die Wertigkeit eine andere ist, die ich durchaus verstehe. Also mich interessieren wirtschaftliche Zusammenhänge sehr, weil ich mich wirklich frage, wie hängt Inflation mit den Sparzinsen, mit der Währungspolitik, mit den Gewinnern und so weiter zusammen. Das ist schon spannend. Aber die Menschen, die sich auf Wirtschaft konzentrieren, die sind wie ausgehöhlt. Zum Teil muss ich sagen, ich verstehe es. Ich verstehe es, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Man hat dann nicht die Möglichkeit, seine Empathie zu leben, seine Erfüllung zu leben. Und vor allen Dingen, und hier kommt etwas, was ins Spiel mit, es geht um die Freiheit. Es geht um die Freiheit, jeden Tag neue Wege zu gehen, jeden Tag neue, die Welt ist so vielfältig in den Angeboten, die sie uns macht, dass ich in einem Beruf, der mich einengt und einengen muss, weil sonst geht es nicht, nicht existieren kann. Der Hölderlin hat ein schönes Wort gesagt, der tägliche Gebrauch nützt uns die Seele ab. Das ist dieses, wenn man dauernd mit der Seele Schindluder betreibt, dann ist sie am Schluss ein schmutziger Fetzen und nichts, was lebend ist und statt und kraftbildend ist. Und das ist für mich eine der Gefahren und deswegen habe ich eigentlich dieses Buch auch geschrieben. Ich sage, uns heute kommt diese Emphase, diese Begeisterung für den ganzen Menschen allmählich abhanden. Weil ich merke natürlich bei ganz vielen Menschen, jungen Menschen, wenn sie heute anfangen zu studieren, etwas zu machen, dass sie einen Weg gehen, wo sie sagen, ich muss dann damit durch mein Leben kommen. Also das muss was Greifbares, was Technisches, also technisch jetzt im Sinne von Machbares sein, sonst gehe ich drauf. Und diese Angst vor dem Draufgehen ist einerseits berechtigt, wir sehen es an den beiden, aber andererseits geht man sonst als Mensch drauf. Hölderlin hatte eine ganz große Idee von Utopie, nämlich alle Fähigkeiten, er nennt die Fähigkeiten Vermögen, alle Vermögen des Menschen, das, was der Mensch vermag, zusammenzufassen in einem Vermögen, nämlich dem leben zu können. Und diese Zusammenfassung von Denken, Empathie, von Empfindung, das alles zusammenzubinden, das war für ihn die Kunst. Was würden Sie denn sagen, weil Sie eben junge Menschen, womit heute gekämpft wird und was droht abhanden zu gehen, was würden Sie denn sagen, ist gegenwärtig eines der größten Tabus? Sowohl Hölderlin als auch Morrison waren auf ihre Art ja auch große Tabubrecher. Och, da gibt es, glaube ich, ganz viele. Da gibt es ganz viele. Ich glaube schon, dieser Begriff des ganzen Menschen, also dass man die Vermögen des Menschen in eine Kraft zusammenfassen sollte, ist heute ein Tabu. Es ist, also wenn ich jetzt die Frage positiv drehe und sage, wir haben jetzt die Bewegung Fridays for Future, die ich sehr interessant finde, sehr gut finde, die vielleicht sogar etwas Ähnliches möchte, nur muss sie sich halt auf ein Problem konzentrieren, nämlich auf das der Umweltpolitik. Und das ist natürlich schade, weil die Umwelt beginnt ja in uns, die beginnt ja nicht beim Regenwald und die beginnt ja nicht dort. Wir sind ja auch ein Stück Natur. Und wenn wir es nicht schaffen, uns in diesem Ganzen zu vermitteln, dann wird es vielleicht die Menschheit überleben, aber der Mensch nicht. Und das ist für mich, dieser Widerspruch ist ein Tabu, das man heute, glaube ich, aussprechen muss, um den Menschen diesen Glauben, dass es schon geht, auch wenn hier zwei, und deswegen, also jetzt falle ich mir selber ins Wort, aber es ist so, deswegen ist dann dieser Schluss mit dem ewigen Leben oder mit dem verlängerten Leben, mit der Möglichkeit, nochmal anzufangen. Also dieses Nachspiel, wo sozusagen die Zeit stehen bleibt und sie aber ein kindliches Leben, wie im das ist eigentlich so ein Atemholen, um zu sagen, versuchen wir es doch nochmal. Irgendwas ist schiefgelaufen, versuchen wir es doch nochmal. Das ist so der Versuch, glaube ich, dieses Tabu der Effektivität, also es ist ja heute Effektivität ein Wort, das so wichtig ist, aber Effektivität führt natürlich zu einer Verengung und diese Verengung macht uns wieder krank. Und das sind eigentlich diese Teufelskreise, in die wir hineingeraten. Jürgen Keizig, Ich und der Andere, erschienen im Braumüller Verlag, führt eben nicht zur Verengung, sondern fördert die Öffnung von Hirn
Verstand und aber auch Herz, würde ich sagen. Man lernt sehr viel in dem Roman über diese zwei Figuren, aber dieser Roman ist viel mehr natürlich als eine biografische Bestandsaufnahme dieser zwei sehr interessanten Künstler. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Reihe Ausnahmegespräche. Der Roman ist im Braumüller Verlag erschienen, er sei Ihnen ans Herz gelegt. Danke für die Einladung.